114 Euro gibt also jede Deutsche und jeder Deutsche im Jahr für EU-Agrarsubventionen aus, so Frau Svenja Schulze, Bundesumweltministerin, gestern in Berlin zu uns Bauern. Komische Zahl, passt auf den ersten Blick für Deutschland schon mal nicht. Wie kommt man also dazu? Man stellt ja fest, es gibt eine ganze Kampagne in ihrem Haus mit dieser Zahl 114. Hätte man vielleicht ja die deutsche Zahl nehmen können, die man sich in Deutschland errechnen kann, geht ja ganz einfach. Da kommt man auf 70 Euro bei beiden Säulen und auf etwa 58 Euro pro Person bei der ersten Säule. Das sieht ja eigentlich viel besser aus. Warum nimmt man nicht diese Zahl? Oder hat man Interesse daran, eine erhöhte Zahl zu nehmen? Wenn man Kampagne und dusselige Zahlen bei Google eingibt, kommt man ganz schnell zur richtigen Seite, nabu.de. Da steht dann unter dem Bericht, wer bekommt wie viel aus dem EU-Agrarhaushalt unter dem Punkt viel Geld, wenig Transparenz. Der Satz, die EU-Bürgerinnen und Bürger zahlen für die milliardenschweren Agrarsubventionen im Schnitt jeder 114 Euro pro Jahr. Da kommt es dann wahrscheinlich her. Und auf dem Niveau läuft ja auch gerade die Politik im Umweltministerium. Jochen Flachsbart lässt grüßen. Ja, was die Frau Ministerin natürlich geflissentlich verschwiegen hat, ist, dass nicht alles an EU-Agrarsubventionen auch zu Landwirten kommt. Denn die Top-Empfänger, die kann man sich nach Liste ja schön rauslesen, sind insbesondere das Ministerium für Landwirtschaft in MacPom, der Landesbetrieb für Küstenschutz in Husum. Da geht das so weiter bis zum NLWKN in Niedersachsen, unser Umweltministerium. Die können auch jeden Cent dringend gebrauchen, der fünftgrößte Empfänger. Dann kommt das Landesamt für Umwelt in Potsdam, wir haben die Stadt Celle, Landesforsten MacPom, Flughäfen, Deichverbände, Wolfplätze, alles mit dabei. Und wenn man den Bauern so eine Zahl vorwirft, könnte man das ja vorher auch mal abziehen. Aber genau darum geht es ja. Man will den Bauern genau das auf die Schultern tragen und sie dafür quasi verantwortlich machen. Warum haben wir noch gleich demonstriert? Wollten wir nicht Ehrlichkeit, Fairness haben? Wollten wir nicht endlich nicht mehr der Fußabtreter der Nation sein? Danke, Frau Schulze, dass Sie uns nochmal daran erinnert haben, dass es eben eine Kampagne gegen uns Bauern auch aus dem Bundesumweltministerium gibt und man mit uns gar nicht ehrlich und fair umgehen möchte. Besser konnte man das nicht demonstrieren gestern. Ja, was ich noch ganz spannend finde, ich habe ja schon eben gesagt, NABU, hatte ich noch vergessen, auch die NGOs bekommen viel Geld, auch wenn sie das auf ihren Homepages immer gerne verschweigen, da liest man davon nichts. Aber der Journalist Herr Fisser hat das ja sehr schön in einem Artikel, habe ich da runtergehängt, 2017 mal aufgegriffen, kann man sich schön durchlesen. 4 Millionen Euro kriegt der NABU demnach oder fast und der BUND fast 1 Million. Und wie das dann so verbucht wird, ja, das kann man also nicht wirklich als, wie dann schreiben Sie es hier, transparent bezeichnen. Also hier stolpert man mal wieder über seine eigenen Vorstellungen. Ich übrigens, liebe Frau Schulze, muss dieses Geld versteuern. Wenn ich knapp 300 Euro pro Hektar bekomme, geht davon ein Drittel, wenn ich mal so 30% Einkommensteuer anrechne, an den Steuerzahler zurück über die Einkommensteuer. Hätte man das nicht auch erwähnen können? Ist das nicht auch nochmal ein wichtiger Aspekt, wenn man das bewertet? Und ist nicht auch die Tatsache, dass wir dieses Geld als Landwirte um unseren Betrieb herum ausgeben, sofern etwas überbleibt, nicht auch ein wichtiger Aspekt? Ist es nicht auch eigentlich, wenn wir das dann alles abgezogen haben, was also gar nicht an die Landwirte geht, ein ziemlich niedriger Wert, den Sie dort als Kampagne gegen uns Landwirte verwenden? Denn es bleiben dann vielleicht 40, 50 Euro, wenn überhaupt, über, die jeder Bürger zahlen muss. Und dafür erhält er die mit günstigsten Lebensmittel Europas. Und ich glaube, in der Menschheitsgeschichte von der Vielfalt her ein nie dagewesenes Angebot an Lebensmitteln. Das ist eigentlich ein Top-Deal. Aber nicht das Ziel. Das Ziel scheint es zu sein, uns Landwirte zu gängeln und uns immer wieder zu zwingen, nach jeder Wahl in eine andere politische Richtung unseren Betrieb auszurichten. Das ist unmöglich. Und die daraus resultierenden Probleme, die werden uns dann aufs Brot geschmiert über die ach so teuren Agrarsubventionen. Hören Sie auf, uns in Abhängigkeiten zu bringen. Das sage ich auch in Richtung Frau Klöckner. Denn da haben Sie erlebt, dass es keinen Applaus mehr gibt für noch mehr Gelder. Wir wollen wirtschaften, unser eigenes Geld verdienen, ohne dass die Politik uns ständig Knüppel zwischen die Beine schmeißt und uns für jeden Mist verantwortlich macht, für den wir zum Teil überhaupt nichts können und zum anderen Teil ganz sicherlich auch nichts sich daran ändern würde, wenn es uns Landwirte nicht geben würde. Weil auch dann würde gegessen, auch dann würde produziert, vielleicht außerhalb Deutschlands, was aber an der Umweltbelastung nichts ändert. Also eine Nullbelastung schaffen auch wir nicht, dann ändern auch Agrarsubventionen nichts. Und deswegen machen Sie sich endlich ehrlich. Seien Sie endlich ehrlich zu uns, seien Sie ehrlich zu der Bevölkerung und machen Sie doch endlich Politik der Vernunft und nicht der Ideologie. Und das sage ich auch in Richtung Umweltministerium. Wir werden uns das nicht mehr bieten lassen. Ich glaube, das haben wir Ihnen demonstriert. Und wenn Sie es noch nicht verstanden haben, dann geben wir Ihnen dazu in nächster Zeit noch die eine oder andere Gelegenheit. Ciao.